Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des Risen 1 Let's Plays, wo wir ja gerade den Wolf eigentlich folgen wollen. Und ich nicht weiß, wo mich als nächstes hinführt. Er soll uns zu Eltrich bringen. Genau. Und wir wissen jetzt nicht, wo er mich hinbringt. Deswegen, wir speichern einmal und dann gucken wir, wo Rufo uns weiter hinführt. Such weiter, Rufo. Und wenn er jetzt in Mobs reinläuft, dann werden wir neu laden und werden die Ecke erst clearen. Wenn er nicht in Mobs reinläuft, ist alles cool. Gelootet habe ich letzte Folge alles. Ja, er könnte einmal stehen bleiben, dann kann ich hier mal das Schiff machen. Oh yeah. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Okay, ich loote einmal kurz. Und dann machen wir erstmal ganz kurz die Ecke hier clear. Da wir ja doch gerade schon an einigen Monstern vorbeigelaufen sind. Ich war nur schlafende Wildschweine, aber trotzdem. Hab ich alles? Ja. Da ist noch eine Bäre. Und ja, was gibt's Schönes zu erzählen? Genau nichts. Nur wieder vor wie im Endgame, ne? Aber das wisst ihr ja schon. Obwohl ich immer noch keine Dingensrüstung habe. Ich habe, es soll ja noch eine bessere Rüstung bei den Banditen geben, ja, die ich noch bekommen soll, die ich noch nicht erhalten habe. Ergo bekomme ich zumindest noch eine bessere Rüstung. Den Rest müssen wir dann mal gucken. So, ist hier hinterm Wasserfall was? Nein. Nicht hinter diesen. Muss ja nicht immer hinter jedem Wasserfall was sein. So, hier waren noch Keiler. Beziehungsweise Schweinchenwild, die mich vor x Folgen einfach mal instant getötet haben. Ja, instant ist übertrieben. Aber getötet haben. Und ich mittlerweile null Probleme mehr mit ihnen habe. So, da hinten sieht es so aus, als würde es da reingehen. Wird mir erstmal die. Ich vermute mal, da wird mich der Wolf auch hinführen. So. Easy. Kann mal einer sagen, dass das schwer ist, was wir hier machen. Was ich gerade noch gesehen habe, was ich nicht erwähnt habe, dass bei den Wildschwein, dass ich da jetzt auch die Stoßzähne rausgezogen habe, anscheinend beim Looten. Was wohl an diesem grünen Werkzeug hier liegt, an dem hier. Und das sollte ich mir merken für Risen 2, dass ich Werkzeuge kaufen sollte, da diese dafür sorgen, dass ich mehr Loot bekomme. Und ihr wisst, am Anfang ist Gold immer so ein kleines Problem. Ergo macht es am Anfang Sinn, goldtechnisch zu gucken, wie man am besten an Gold kommt. Und wenn man jagen skillt, kann man den Rest ja auch gleich noch mitnehmen. Also ich vermute, mehr Eltrick ist da hinten drin, ne? Also, würde mich jetzt zumindest stark wundern, wenn nicht. Ach ja. So, einmal hochessen hier. Also, hochheilen mit Essen. Steckt die Waffe weg. Machen wir schneller essen. Weil sonst sieht ja nach jedem Essen immer das, die Waffe kurz. So, passt. Einmal alles looten. Dürfte nichts Besonderes mehr sein. Die Säckchen brauchen wir auch nicht mehr. Was wir uns noch angucken könnten, wäre irgendwann wieder mal die Pflanzen, die wir gefunden haben. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das schon ein paar mehr sind und ob sich das in Grenzen hält. Das machen wir noch später. Hm? Mhm.
So, da ist der Übergang. Da gehen wir erstmal ganz kurz die Seite des Flusses noch angucken, ob hier irgendwelche Pflanzen oder so sind. Vermutlich sind hier noch Pflanzen und ich werde sie nicht sehen. Genau wissen tue ich es nicht. Und wahrscheinlich sind die dann, sobald es wieder hell wird, für mich ersichtlich und ich renne jetzt dran vorbei. Weil es dunkel ist, so wie wir es von mir gewohnt sind. Hier will ich nicht runterjumpen. Aus todestechnischen Gründen, ne? Könnt ihr sicherlich denken. Gut, dann auf über die Brücke. Die Musik ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu ruhig. Ich finde immer noch, dass... Ja, weiß nicht. Nichts gegen ab und zu ruhige Musik, aber irgendwie, ich finde, es passt nicht. Sie ist einfach dauerhaft immer sehr ruhig. Diese Musik ohne irgendwie Action, ohne alles, das finde ich immer, finde ich sehr schade. Hätte ich mir schöner vorgestellt. So, kommt man hier hoch? Nee. Sah zwar von unten so aus. Aber dem ist wohl nicht so. Was haben wir hier? Ist dieser Altar irgendwas Besonderes? Druidenstab. Es erfolgt Druidenstab gefunden. Soll ich ihn irgendwo abgeben? Habe ich da oben irgendwas übersehen beim Looten zufällig? Nochmal kurz da gucken gehen. Ist es da oben an dem Altar auch noch was zu looten war? Warte, lass mich kurz mal den Druidenstab angucken. Hat er irgendwas Besonderes? Das war ein Schwert, das wollte ich nicht anziehen, genau. Druidenstab, da. Nö, doch eine Hiebwaffe. Dieser Stab gehört Eldrick, dem Druiden. Ja, wird er wahrscheinlich haben wollen. Sehr wahrscheinlich. Vorausgesetzt, er lebt noch. Vermutlich wird er versucht haben, die Scheibe zu reparieren und wurde dabei irgendwie verletzt und wir müssen ihn retten oder sowas. Irgend sowas in diese Richtung wird schon passieren. Gut, auf zum Wolf, gehen wir weiter mit dem Wölfchen. Aber ich meines Erachtens nach alles gelootet habe. Weiter. Ja. Was möchtest du mir sagen, lieber Wolf? Ich kann leider keinen Wolfig. Deswegen, ne? Keine Ahnung, was er mir versucht zu sagen. Aber vermutlich einfach nur, dass ich ihm folgen soll. Los, weiter. Ja, hier war ich jetzt logischerweise noch nicht. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht in irgendwelche Mobs reinrennt, bei denen er stirbt. Ja, braver Wolf. Ja, und bevor wir ihn jetzt weitersuchen lassen, klären wir das ganze Ding erstmal wieder selbstständig. Ihr kennt das ja. Aufgrund der Gefahr, die ich mir mache, aufgrund der Sorgen, die ich mir mache, dass der Wolf, achso, wir kommen gar nicht rein hier. Dass dieser Wolf sterben könnte. Aber wenn ich ihn nicht reinkomme, was macht er, wenn ich ihn weitersuchen lasse? Los, such weiter. Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Ja, schön. Ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Ah ja, alles klar. Gut, dann, wir wissen Bescheid, dann reden wir mal mit Cyrus. Und die Sonne geht auf. Ach, ist das nicht schön? Nee, eigentlich nicht. Es ist völlig egal.
Ach, ist das nicht schön. Wir müssen ja auch ein bisschen Frauen-Content liefern auf meinem YouTube-Kanal, weil ich 100% Männer habe, die zugucken. Müssen wir aber ein bisschen Frauen-Content liefern, wie ein schöner Sonnenaufgang. Aber wenn wir überhaupt noch keinen schönen Sonnenaufgang haben und die Sonne erst bald aufgeht, kann man das ja mal als schön erwähnen. So, war hier drüben, glaube ich. Und dann hoffen wir doch mal, dass er uns helfen kann beim Thema, da ist der malerische Sonnenaufgang. Ach ja, man könnte auch rausgehen, um sich einen Sonnenaufgang anzugucken. Ah, da muss ich auch so früh aufstehen. Ah, nee, ich simuliere das lieber. Wir reden mit ihm. Und fragen ihn, ob wir da reinkommen irgendwie. Ich habe eine magische Barriere gefunden. Das muss ich mir genauer anschauen. Zeig sie mir. Ja, komm mit. Komm mit. Ist in Ordnung. Ach ja, Seibes schließt sich dir an. Wäre ja auch langweilig, wenn wir das irgendwie anders gemacht hätten. Jetzt muss die Frage, ob ich mit ihm durch den Fluss laufen darf. Aber zumindest haben wir einen schönen Sonnenaufgang gesehen. Jetzt ist es nicht mehr so dunkel wie bei Nacht. Das finde ich ja schon mal sehr wertvoll. Ist der Wolf hier noch am Zurücklaufen oder ist der, wenn er einmal aus dem Speicher... Nee, da läuft er noch. Er fliegt nicht aus dem Speicher und wird geportet. Er bewegt sich tatsächlich über die Welt. Sollte auch ein heutiger PC schaffen, dass er über die Welt weiterläuft, wenn ich nicht da bin und er nicht aus dem Speicher unbedingt fliegt. So, Cyrus, hier ist die Barriere. Ein magisches Kraftfeld. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Mach halt original das gleiche, was ich mache. Nun ja, das ist eine magische Barriere. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Magisches Kraftfeld zerstören. Cyrus schließt sich dir an. Warte hier. Klar. Wir sollten uns wieder trennen. Mach ich. Wenn ich die wieder mitnehme? Passt, alles klar. So, dann. Magische Barriere zerstören. Haben wir als Zauber bekommen, dann nutzen wir ihn halt auch. Da. Wir haben, den gibt es sogar nur dreimal. Also wir haben genau die dreimal dabei. Aber gut. Dann auf geht's, die Höhle mit, ich sehe Echsenmenschen, zu erkunden. Ja. Oh ja. Oh ja. Könnte ich bitte... Danke. Du bist fällig, Mist. Oh ja! So ist das richtig. Eieiei. Er war etwas unerwartet schwer. Einmal hochheilen, passt schon. Ich habe mich aber auch etwas hart angestellt. Von daher, ne? Ja, war nicht so eng. Gut, es geht geradeaus nach da hinten rein, es geht nach links, es geht nach rechts. Wir haben keine Karte von hier, also gehen wir zuerst nach rechts. Und schauen, was hier ist. Noch ein Echsenmensch, speichern. Ich hoffe, es ist nur einer. Ohne einmal Schaden zu kriegen. Easy. Soll mal einer sagen, dass die ein Problem sind. Aber was machen die hier? Eine schwere Truhe. Bis sie aufgehen. Ja, sehr schön.
Eine Nautilus-Verwandlung. Karte! Karte des Echsengefängnisses. Wunderschön. Genau das, was wir haben wollten. Karte. M. L. Finalkarte. Kann ich die... Nee, hier kann ich sie nicht öffnen, oder? Nein. Gut, egal. Wir sind... hier reingegangen. Alles klar. Das heißt, wir sind hier reingekommen und da reingegangen. Ist das richtig? Lasst mich schauen. Ja, wir sind hier reingekommen, sind da reingegangen, zuerst nach rechts. Perfekt, dann können wir hier den Rest erkunden. Ich habe gerade noch gesehen, dass das Echsenschwert, das ich das tragen möchte, mir dafür Stärke fehlt. Ja gut, okay, eigentlich uninteressant. Ich will aber trotzdem mal kurz durchgehen, dass wir den hier an Essen haben. Welches dauerhaft Werte erhöht. Ob wir da jetzt schon sehr viel gefunden haben oder eher nicht. Hier mal das. Ja, gut. Es lohnt sich zumindest mal kurz das Essen hier sich reinzudrücken. Die Pflanzen, aber... ja, nö. Ist nicht viel, von daher. Essen wir das einfach. Obwohl ich die Stärke jetzt nicht als schlecht ansehen möchte. 4 Stärkepunkte. Insgesamt. Da sind wir bei 79 Stärke. Hm. Ihr wisst ja, Stärke soll mich stärker machen, ne? Logische Aussage. Stärke macht stärker. Was? So. Speichern. Und dann gucken wir mal hier. Da geht's noch rein. Und da geht's noch rein. Hier ist kein Echsenmensch. Speichern. Sagen wir mal, hier ist noch kein Echsenmensch. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da reingeht. Es sieht mir eher nicht unbedingt so aus, als wäre das jetzt tatsächlich zum Reingehen gedacht. Also das könnte, aber das sieht mir eher nach abwegig aus. Ach, und nochmal. Gut, dann rechts, rechts, links, links. Na also. Boah, okay. Dann haben wir hier noch mehr. Nö, da kann ich auch kein Essen kochen. Alles klar, dann gucken wir uns auch die gegenüberliegende Seite an. Wenn wir schon eine Karte direkt finden, dann können wir die auch nutzen, dass wir zuerst die falschen Wege erkunden. So, wie ich es gerne mache. Speichern und go. Oh ja! Habe ich einen Überraschungseffekt ausgenutzt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah. Ja. Na gut. Kann man auch mal so probieren. War jetzt nicht unbedingt gut. Es war auch nicht schlecht. Es war okay. Das nehmen. Und dann mit Essen hochheilen. Also wir haben genug Heilung übrigens da. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass ich jetzt, wenn ich hier ein bisschen Schaden kriege, nicht mehr weiß, wie ich mich am besten heilen soll. Macht euch da keine Sorgen. Auch wenn meine Heilung aktuell noch sehr, sehr endlich ist, aufgrund der Tatsache, dass mir noch gewisse Sachen noch verwehrt sind. Hier geht es dann doch noch weiter rein, als ich dachte. Gut, das ist aber egal. Ja, das ist egal. Weil ich gewisse Sachen einfach noch nicht kann oder gelernt habe, bleibt ja auch noch die Hoffnung, dass ich das irgendwann lerne. Von daher mache ich mir da jetzt wenig Stress aktuell mit der Heilung. Ach so, ja gut. Aber wir gehen mal nicht von der Seite rein. Wir heben unseren Zauber mal auf. Ich weiß ja, dass wir da hätten jetzt durchrutschen können mit unserem Nautilus-Zauber. Aber wir gucken erstmal hier in der Mitte. Kommt man von hier durch? Und wenn ja... kommt man von hier aus nach links? Kommt man. Ja, ist doch gut. Oh, yeah.
So. Haben wir. Und dann gehen wir einmal in die nächste Folge. Nächste Folge werden wir dann den Dungeon hier weiter erkunden. Und ja. Und hoffen, dass wir Zeltrick finden und auch noch die, vielleicht sogar noch die weiteren Gründe, was hier abgeht. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Ich muss noch fix speichern. So. Und sag wie immer zum Schluss. Tschüss mit Ö.